Wir begrüßen Sie zu einem neuen Tag aus Portugal beim Weltpokal 2022. Der letzte Tag des zweiten Spieltages. Marokko eröffnet gegen die USA. Das Wetter könnte besser sein. Für den ganzen Tag ist Regen angesagt. Das heißt, wir erwarten nochmal einen regnerischen Abschluss, bevor es morgen in die Konferenzen geht, in die Entscheidungen der Gruppen. Und jetzt zunächst mal freuen wir uns hier auf die beiden Nationalhymnen. Marokko hat den Auftakt fast gewonnen gegen Südkorea, aber eben nur fast, weil es in der Schlussphase in der Nachspielzeit gleich zwei Gegentore gab. Die Mannschaft ist trotzdem unverändert mit der Dreierverteidigung am Rabat als zentrale Mann. Davor Massina und Hakimi sind die Flügelspieler, Tarab Ziyech zentral, vorne En-Nesyri und El Arabi. Heißt also die gleiche Mannschaft, die beim Auftakt gegen Südkorea begonnen hat. Heute sollen die Punkte her. Ein gab es, das ist ein guter Start, aber es ist natürlich auch noch das letzte Spiel offen gegen Belgien. Heißt, drei Punkte heute gegen die USA wären ein wichtiger Schritt für das Team aus Marokko. Auf der anderen Seite die USA, die wie fast schon erwartet gegen Belgien zum Auftakt verloren haben. Trotz Führung, hier gibt es zwei Umstellungen in der Verteidigung. Links Robinson und rechts Yedlin neu drin. Ansonsten ist die Mannschaft auch hier unverändert. Der Kapitän auf der rechten Seite Adams, McKennie zentral. Vorne dann Pulisic, Weir und Morris. Marokko hat Anstoß, die USA ganz in Weiß von rechts nach links. Guimaraes freut sich auf das dritte Spiel in diesem Stadion. Unter anderem Kolumbien, Wales und Kroatien gegen Nigeria in diesem Stadion, das etwas kleiner ist als manch anderes Stadion, aber eine klasse Kulisse gestellt hat in diesen beiden Spielen. Gerade das zweite, Kroatien, Nigeria, ein wirklich ansehnliches Unentschieden in dieser Gruppe B. Morgen geht es da schon weiter mit diesen beiden Mannschaften. Brasilien, Iran, das sind die Gruppengegner. Also das ist Gruppe G, um das nochmal einzuordnen. Gestern bereits das erste Spiel dieses zweiten Spieltages mit dem Sieg der Belgier gegen Südkorea. 4:0, klares Spiel in Porto. Adams. Und das ist die Chance. Gut gespielt, erster Angriff über den Kapitän, über Adams und Timothy Weir mit der ersten Möglichkeit aus der französischen Liga, aus Lille. Erste Aktion für Marokkos Torwart, für Yassine Bounou. Erste Ecke, Aufgabe für den Ex-Dortmunder Pulisic. Zweiter Ball für Adams. McKennie. Gut gemacht von Legit. Nächster Abschluss, diesmal durch Morris. Gute Anfangsphase der USA. Sie haben gegen Belgien geführt, dann nachgelassen. Aufgabe für heute, ähnlich starten und dann das Ganze aufrechthalten gegen die Marokkaner. Eine Mannschaft, die wie kaum ein anderes Team für den Weltpokal steht. Tolle Ergebnisse gefeiert hat zuletzt im Halbfinale vor 2 Jahren und im Finale vor 4 Jahren beim Heimturnier. Adams, Pulisic, wieder Morris, quergelegt, Legit, Weir. Marokko kriegt den Ball nicht weg. Fahrlässig. Nächste Chance
McKennie ist es letztlich, der den Ball fast serviert bekommt von Marokkos Verteidigung. Davor 3, 4 Möglichkeiten nicht genutzt, den Angriff zu entschärfen. Defensiv, das haben wir schon im ersten Spiel gesehen, sind die Marokkaner anfällig. McKennie. Pulisic! Vierte Möglichkeit und bis hierhin die beste. Christian Pulisic knapp drüber über das Tor von Yassin Bonou. Und er hat eben auch nochmal seiner Verteidigung gesagt, ein bisschen mehr Gegenwehr. Ansonsten wird es in den nächsten Minuten eng werden. Marokko kann sich nicht wirklich befreien. Ziyech. Hakimi, das war gut. Ashraf Hakimi. Abgegrätscht von Robinson, müsste die erste Karte geben, so ist es für Anthony Robinson. Neuer Mann auf der linken Seite bei den US Boys, spielt in England in Fulham. 25, recht erfahrener Außenverteidiger. Natürlich nicht da, wo ein D'Andre Yedlin steht mit seinen 74 Länderspielen, aber einer auf der linken Seite für die Zukunft. Freistoß, El Arabi. Kein Problem für Zimmermann. Aguert. Gut gespielt. En-Nesyri, 1:0, Marco. Der erste Abschluss passt gleich. Youssef En-Nesyri macht das 1:0 für die Marokkaner. Es ist kein Abseits, auch aus der Perspektive zu erkennen, gegen Zimmermann. Und dann kommt Zach Steffen im US-Tor nicht mehr an diesen Ball von Youssef En-Nesyri. Viertelstunde gespielt. Besseres Spiel bis hierhin von den USA. Ergebnis steht Kopf. Und anders als gegen Südkorea führt das Team aus Marokko. Da lagen sie sehr schnell schon mit 0:1 hinten. Tarat. Massina. Der Torschütze. En-Nesyri. El Arabi. Ziyech. Nächste Chance. Ashraf Hakimi. Nochmal zurückgelegt. Fehlpass dann von Ziyech. Gute Idee davor vom Ex-Dortmunder von Ashraf Hakimi. Morris verliert das Laufduell gegen Tarabt. Und der nächste Angriff über links. Über Tarabt. Massina. Gutes Spiel gemacht, die linke Seite gegen Südkorea. Heftiges Einsteigen von Massina. Es gibt Freistoß für die USA. Die mit diesem Ergebnis übrigens ausgeschieden werden. So bitter das jetzt so früh ist, aber wenn das Team von Greg Berhalter hier heute verliert, dann ist in jedem Fall Schluss. Belgien hat schon 6 Punkte, Marokko hätte 4. Das würden die USA nicht mehr einholen können. El Arabi. Bisschen Glück für Zimmermann, aber alles gut gegangen. Adams schickt einmal mehr Morris.
Bessere Ballannahme und Handspiel von Romain Saiss gibt Freistoß für die USA. Rausgeholt vom Mann, der auf der rechten Seite die Meter macht. Jordan Morris von den Seattle Sounders. Top-Verein in der Major League Soccer. In den letzten Jahren mehrfach das Turnier letztlich um die Meisterschaft gewonnen. Und im Moment auch der zweitbeste Torschütze im Team von Berhalter. Nur Pulisic hat öfter getroffen. Gute Position für eine Eingabe. Pulisic steht bereit. Dreimal Mauer, die jetzt nochmal reduziert wird. Um Ziyech, Pulisic für Leggett. Weir. Gut nachgesetzt mit dem zweiten Ball. Der Abschluss von Timothy Weir. Keine Aufgabe für Bonou. Leggett. Morris. Pulisic. Wieder gut verteidigt. Diesmal von Hakimi. Ziyech. El Arabi. Schickt Ashraf. Hakimi. Kriegt den Ball noch. Starke Flanke von Hakimi. Gerade so verteidigt von Yedlin. Guter Angriff Marokkos. Wir schauen nochmal auf Timothy Weir. Zudem ist auch eine ganz interessante Geschichte, gibt dazu gleich mehr. Schauen wir zunächst mal auf die Ecke von Hakim Ziyech. Romain Saiss. Amrabat für Fedai. El Arabi. Oh, Steffen, fast mit dem Aussetzer. Glück für Zach Steffen, Glück für die USA. Auch Zimmermann war mittendrin. Sah eigentlich völlig harmlos aus, dieser Abschluss von El Arabi. Aber der wird dann nochmal richtig gefährlich, weil Steffen der Ball irgendwie durch die Hände gleitet. En-Nesyri schickt schon wieder Massina. En-Nesyri abgeblockt. McKennie, Adams zu kurz. Amrabat, nächster Ball beim Gegner bei Hakim Ziyech. Halbe Stunde gespielt und Marokko kann nachlegen, auch Hakim Ziyech trifft gegen die USA, im richtigen Moment gestartet, nicht wirklich verfolgt von den Gegenspielern, Zimmermann irgendwo im Strafraum und Steffen zu spät unten gegen einen der Besten, einen der Stars bei Marokko, Hakim Ziyech. Marokko war mächtig enttäuscht nach dem verpatzten Auftakt gegen Südkorea. Das hat man der gesamten Mannschaft angemerkt. Soufedal sieht gelb nach dem Foul an Weir. Vater George war Präsident von Liberia. Er selber in Brooklyn geboren und in allen Jugendmannschaften der US-Fußballteams gewesen. Timothy Weir, 22 Jahre alt. McKennie, den Ball kennen wir, auf Morris. El Arabi. Robinson.
McKennie. Fünf Minuten noch bis zur Pause. Für Marokko wäre es eine gute Antwort auf das erste Spiel. Nächstes Foul, diesmal vom Kapitän von Adams. Und es gibt diesmal keine Karte. Hat er Glück. Im Mittelfeld unterwegs. Tyler Adams von Leeds United. Sehr junger Kapitän. Mit gerade mal 23 Jahren. Wieder am Ball. Tyler Adams. Pulisic. Legit. So, jetzt ist mal Platz für Jordan Morris. Bunu. Rutscht der Ball auch ein bisschen durch die Hände. Das scheint am Wetter zu liegen. Der Rasen ist nass. Wir sehen es immer wieder, wenn der Ball ein bisschen auf den Rasen aufschlägt. Einige schon mit Problemen. Steffen hat vorhin mächtig Glück gehabt. Bunu unterm Strich sicher gegen Morris. McKennie. Handspiel. Aber nicht geahndet. Amrabat. Massina. Da ab für En-Nesyri. Tarabt El Arabi. Nächste Chance. Abschluss von En-Nesyri. Einer von denen, die vor vier Jahren noch nicht dabei waren. Bei diesem Märchen 2018, als Marokko bis ins Finale kam, dort gegen Brasilien verlor. Aber es war ein Traum, den sie geschrieben haben in diesem Sommer bei diesem Weltpokal. Mit wirklich großen Spielen. Das schwebt immer noch so ein bisschen über der Mannschaft, auch wenn seitdem zwei Turniere gespielt sind. Vier Jahre vergangen. Marokko führt 2:0. Es erinnert ein bisschen an damals, dass Marokko auch hier wieder mit einem guten Turnier nach drei Halbzeiten dasteht. Die US-Amerikaner mit einem guten Start waren in der Anfangsphase das bessere Team. Das Gegentor hat ein bisschen in den Stecker gezogen. Es gab die Möglichkeiten, die nicht genutzt wurden, und wir sind gespannt, ob Greg Berhalter seiner Mannschaft was mitgeben kann für den zweiten Durchgang. Im Moment sind die USA ausgeschieden und Marokko in einer guten Position für den letzten Spieltag. Bis gleich!